Tschüss, meine Damen und Herren, ich möchte euch geschwind mal die wichtigsten Commands zeigen, die ihr benötigt, um Smokes, Flashes, vor allem auch Popflashes zu lernen. CS2 kommt einem da bereits sehr entgegen. Man kann Infinite Warm-Up, Infinite Ammo und Grenade Camera anschalten. Und damit hat man eigentlich schon fast alles aktiviert, was man braucht. Ihr geht dann auf eure Map, die ihr trainieren wollt. Ich mache jetzt einfach mal Inferno, habe meine Gruppe zugemacht, damit nicht einfach einer nachjoinkt. So, jetzt habt ihr eigentlich schon fast alles ready. Es fehlen meiner Meinung nach noch 4 Commands, die wichtig sind, damit ihr richtig schön üben könnt. Erstens, SV-Cheats1. Wichtig, damit die anderen Commands gehen. Dann gibt es einmal No Clip. Damit kann man einfach durch die Map fliegen. Ich habe mir das auf P gebindet. Wenn ich auf P drücke, geht's aus. Nochmal auf P geht's wieder an. Wenn ihr etwas binden möchtet, gebt ihr einfach Bind ein. Dann die Taste, auf die es soll. Und danach den Befehl No Clip. Nun habe ich auf P No Clip wieder liegen und kann es ein- und ausschalten. Was ich auch für sehr sinnvoll halte, ist, dass man überall einkaufen kann. Man kann, wenn man jetzt eine Smoke kauft, die unendlich oft schmeißen. Die geht nicht leer, das reicht also eigentlich, um zu trainieren. Aber ich bin alt und verwirrt und vielleicht ein paar von euch auch. Und da will man hier geschwind noch eine Flash dazu holen und es geht nicht. Somit ist folgender Befehl, und zwar mp-buy-anywhere1. Genau das Richtige für euch, so könnt ihr halt überall dann nochmal einkaufen. Falls ihr dann doch nochmal eine Flash lernen wollt oder eine Nade oder irgendwas, dann müsst ihr nicht zurück zum Spawn laufen oder no-clippen. So, und zu guter Letzt kommt noch der, wie ich finde, wichtigste Befehl. Und zwar der Befehl, mit dem ihr eure Granate wieder schmeißen könnt. Also dieselbe Granate nochmal schmeißen könnt, obwohl ihr es gar nicht selbst macht. Ich mache jetzt zum Beispiel irgendeine Popflash, die ich ausprobieren möchte, die hier. Und ich will gucken, inwiefern die Leute hier geflasht sind. Jetzt gehe ich an die Position, drücke in meinem Fall L und dann kommt die geflogen und ich kann genau gucken, wie lang braucht die, wie lang ist die sichtbar für den CT, der hier steht, wie sehr ist er geflasht, auch zum Beispiel für den hier, bumm, naja, eher weniger. Und dieser Befehl nennt sich SV-Re-Throw-Last-Grenade. Das ist der Befehl, wenn ihr den eingebt, zack, wird das Ding nochmal geschmissen, das könnt ihr auch einfach wieder binden. Ich habe das auf L gebindet. Das wäre dann der Befehl hier, so, und siehe da, da kommt sie. Damit könnt ihr perfekt Popflash lernen, aber eben auch natürlich irgendwelche Smokes, um zu gucken, wie früh können die CTs oder die Tees diese Smokes sehen, wenn sie angeflogen kommt, wie schnell kann man dagegen vielleicht irgendwie noch reagieren, noch schnell durchrennen, wie auch immer. Ich denke aber gerade bei Popflash habt ihr die beste Anwendungsmöglichkeit für diesen letzten Befehl. Also SV-Cheats, No-Clip, Buy Anywhere ist jetzt nicht so wichtig, aber und eben einmal diesen Flash-Wurf hier. Könnt ihr auch ganz viele spammen. Ach so, und falls ihr nicht wisst, wie die Konsole überhaupt aufgeht, also dieses Teilchen hier, dazu geht ihr einfach auf die Settings, dann auf Game. Dort stellt ihr die Konsole überhaupt erstmal an. Enable Developer Console, yes. Und danach geht ihr auf Keyboard und Maus, UI Keys und wählt eine Taste für die Konsole. Und das waren bereits die aus meiner Sicht wichtigsten Commands. Die nutzen wir auch so in der Community zum Lernen, eben gerade bei Popflash. Und CS2 gibt einem sonst, wie vorhin erwähnt, alles an Werkzeug mit, das man braucht. Also ich habe hier diesen wunderschönen kleinen Monitor, in dem ich sehen kann, wo die Smoke hinfliegt, um Smokes zu finden und dann eben auch zu lernen. Und mit der Wiederholtaste kann ich gucken, wie sie wieder ankommt. Also, es ist wirklich schon fast perfekt, so wie es CS2 einem gibt. Ein, zwei Befehle noch oben drauf und schon hat man alles, was man braucht. Zumindest, um eben Nades lernen zu können. Somit bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Lernt fleißig eure Smokes, Flashes und so weiter und so fort und zeigt die auch gerne in meinen Livestreams. Hier stehen irgendwo die Livestream-Zeiten. Rankommen, meine Damen und Herren. Viewer Games, Skin Giveaways, jede Menge Spaß natürlich, das ist klar. Heute Abend auch wieder ab 20 Uhr reingescheppert. Lecky Schmecky, wir sehen uns later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.